herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen EA Sports FC 24 Hannover 96 Modus. Vorweg, ich glaube, ich habe es noch gar nicht gesagt, aber ich wollte mich auf jeden Fall für die ganzen neuen Abos bedanken und euch herzlich willkommen heißen hier auf meinem kleinen charmanten Kanal. Schön, dass ihr da seid und danke für eure Unterstützung. Seitdem ich wieder angefangen habe, sind ja da, weiß ich nicht, um die 40 oder so dazugekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, ich freue mich über jeden, der da ist. Dennoch gibt es da einige, die kein Abo dalassen, aber trotzdem immer gucken. Schämt euch nicht, ist kostenlos. Lasst gerne ein Abo da, um nichts zu verpassen. Wenn ihr kein Abo dalassen wollt, ist das auch für mich vollkommen okay. Und ihr guckt und ne, Hauptsache ihr habt Spaß an dem Ganzen. So, jetzt geht's aber weiter hier und wir haben Wolfsburg vor der Brust. Die sind Siebter, haben 10 Punkte, also stehen sie nicht so schlecht da. Wir sind Dritter mit 15 Punkte. Wolfsburg hat 3 Siege, 2 Unentschieden, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen. Ein Torverhältnis von 10 zu 10, das heißt Tore schießen können sie auf jeden Fall. Sie kassieren aber auch das ein oder andere. Wir haben 6 Tore mehr, aber auch 2 weniger kassiert. Ja, Leipzig hat sich hier die Tabellenführung geholt gegen Dortmund. Oder von Dortmund, trifft das glaube ich besser. Ja, das letzte Spiel haben wir 4-1 gewonnen gegen Gladbach. Nun geht es für uns also gegen Wolfsburg zu Hause. Unsere Spieler sind natürlich alle platt. Ich hoffe, dass sich da jetzt noch etwas geändert hat. Farben entwickelt sich. Was? Was? Ich möchte Ihnen mitteilen, dass sich Fabian Kunze gut entwickelt. Wir haben überzeugt, dass er das von uns erwartete körperliche und technische Niveau erreicht hat. Wir werden uns Leistungsniveau wieder weiter beobachten. Okay, prima. Hatten wir nicht Leopold trainingsmäßig mal umgeschult? Oder hatten das vor? Ist der schon fertig? Leopold? Wo war das? Entwicklungsplan? Ende 87. 52 Wochen. Er ist noch nicht abgeschlossen, da fehlt noch ein bisschen. Gut, dann warten wir halt noch ein bisschen. Ich habe ihn schon gesehen. Ich glaube, Nielsen ist platt. Wenn das Nielsen war, jawohl. Nielsen ist platt, war ja auch nicht ganz fit. Die anderen haben sich eigentlich alle super erholt und ich glaube, Bayer und Nielsen können trotzdem anfangen, auch wenn Schaub stärker ist mit 73. Oh, Nielsen hat sogar einen Schritt nach vorne gemacht mit 71. Finde ich es trotzdem gut. Darren Will und Teuchert sind noch platt. Und deshalb würde ich sagen, fangen wir so ruhig an. Wir gehen rein in den Spieltag. Warte, ist davor schon was passiert? In der Bundesliga? Nur Leverkusen hat schon gespielt, Bayern hat schon gespielt. Ja, die hängen uns jetzt alle auf den Fersen. Aber okay, wir konzentrieren uns auf unser Spiel. Ich meine, wer hätte erwartet, dass wir nach weiß nicht, welcher Spieltag ist das, der 5. da oben auf dem 3. Platz rumhängen? Hätte doch niemand erwartet. Wolfsburg hat dasselbe Problem wie wir, da sind auch ein paar platt. Die haben sogar einen Verletzten mit Bialek oder Bialik, keine Ahnung. Castells ist im Tor, Locon, Bono, Baku und Rogerio sind die Verteidigung. Arnold, Zwanberg, Gerhard sind die zentralen Mittelfeldspieler, Kaminski, De Ketelaere und Wimmer machen die Offensive. Ignacio, Delefou, Reynoso, Bonaventura, Jens, Waldschmidt und Klinger sind noch auf der Bank. Sie spielen in einem Gegenpressing. Wie gesagt, wir haben uns ja auch was Nettes ausgedacht für unser System. Sollten wir wieder in einer misslichen Lage geraten, könnten wir das vielleicht umstellen. Wir haben hier letzten 5 Spiele haben wir Wolfsburg mit Sieg, 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 Niederlage und Unentschieden. Das heißt, die haben so gut gestartet mit 3 Siege, haben dann verloren und dann ein Unentschieden gespielt. Unsere Trainingseinheit. Warte. Unsere Trainingseinheit, getimter hoher Steilpass. Den machen wir wieder. Ja, ansonsten hoffe ich natürlich, dass es allen da draußen gut geht. Jetzt am Wochenende startet ja die Bundesliga-Saison schon wieder. War doch so, ne? Ich glaube, am Samstag spielt Bayern. Meine das gestern gesehen zu haben. Irgendeiner Darts geguckt? Boah, Zieler.
irgendeiner da Darts geguckt mit dem 16, mit dem 60-Jährigen, mit dem 16-Jährigen und sowas gegen Humphreys? Haben wir uns gestern so angeguckt, so ein bisschen als Familie. Also die Kerle, ne? So, ich glaube, das reicht nicht, was wir hier machen. Aber das habe ich ja in den letzten Folgen auch schon mal ein paar Mal gesagt. Oh, Köhn, Kopf voll Ungeheuer. Und dann hat es doch noch gereicht, weil wir getroffen haben. Aber ich glaube, jetzt wird das eher kritisch. Ja, also machen wir es nochmal. Hat noch ein kleines Stückchen gefehlt. Ein bisschen genauer sein. Boah, wie hat er den denn noch geholt? Da hat er die Hände aber gerade noch so hochgerissen. Boah, Zieler. Ich liebe ihn. Alter. Der hält ja alles, der Schweinehund. Kann ja nicht sein hier. Oh, abseits. Da können wir doch eigentlich schon wieder fast neu starten, ne? Ja, können wir. Übung erneut versuchen. Jawohl. Wenn der erste schon mal sitzt, bin ich eigentlich immer positiv gestimmt. Jawohl. Jetzt haben wir in der Übung schon 2 Tore mehr geschossen als in den 2 Übungen, die wir davor insgesamt. Oh. So. Ah, hör auf. Starkes Ding. Jawohl. Könnte gut für uns ausgehen. Ich will aber noch nicht zu viel loben. Da geht's schon wieder los. Das heißt, wir müssen den jetzt schon fast wieder machen hier. Stark und hat trotzdem nicht gereicht. Hä? Heftig. Ich hätte gedacht, das reicht. Aber sind das schon die ersten Anzeichen dafür, dass wir wieder anfangen zu straucheln hier? Dass wir wieder wackeln? Schön. Der Counter fühlt sich ja wieder sehr, sehr langsam, ne? Boah. Wäre dann ja auch das erste Mal jetzt in der neuen Saison, dass wir es nicht geschafft haben, den Counter voll zu machen. Oh, so sowieso nicht. Auch wenn er den jetzt noch gemacht hat, aber trotzdem. Schönes Ding. Der will auch nicht hochgehen, der Counter. Schön. Ja, könnte was werden. Mit ein bisschen Glück. Jawohl, überragend. Schön. Doch nochmal abgewendet. So, alles klar. Pressekonferenz haben wir auch noch. Moral ist zufrieden. Willkommen zur Pressekonferenz. Wir sind nun bereit für Ihre Fragen. Glückwunsch. Im letzten Spiel konnten Sie was? Glauben Sie, dass Wolfsburg sich Sorgen macht? Wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren. Ja, wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren. Ich denke, das ist eine passende Antwort. Aktuell sind Sie richtig gut drauf. Gehen Sie davon aus, dass auch, was? Zuletzt haben Sie tolle Leistung gezeigt. Kann das so weitergehen? Wir können noch mehr. Wir müssen uns konzentrieren. Ich denke, das ist eine Antwort, die man immer bringen kann. Manchmal schaffen es die Spieler, den Druck einfach auszublenden und sich nur aufs Spiel zu konzentrieren. So als ginge es um nichts. Wie motivieren Sie das Team? Jedes Spiel ist gleich wichtig. Die Jungs wissen, was Sache ist. Jedes Spiel ist gleich wichtig. Die Jungs wissen, was Sache ist. So. Für Ihre Fragen. Dann gehen wir rein. Anstoß. Wir spielen in der Heinz von Heiden Arena am 13. Oktober 2024 um 15.30 Uhr. Schiedsrichterin ist Frieda Pranzelhain. Wir spielen auf ultimativ 5 Minuten und es regnet. Unsere Aufstellung ist ja bekannt. Auf geht's.
Wenn diese beiden aufeinandertreffen, dann wird es dramatisch. Nordderby, ne? Niedersachsen-Derby. Dieses Spiel verspricht eine Menge. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Hallo, liebe Fußballfans. Willkommen in der Heinz von Heiden Arena. Willkommen zu diesem heutigen Spiel. Das Kommentatorenteam für dieses heutige Spiel sind wieder einmal Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Schön. Hannover 96. Hauptsache irgendwie gerettet. Schon, alle freuen sich, alle erwarten ein klasse Spiel. Ich glaube, diese Partie hat einiges im Angebot, taktisch, spielerisch. Oh. Das kann hochklassig werden. Ja, wartet einen Moment. Mal gucken. Da ist der Druck, aber da müssen Sie weiterhin aufpassen. Und so geht's die Hannoveraner an. Die spielen die schnell. Die haben Bock, die haben richtig Bock. Sie können es machen. Boah. Keine Chance. Keine Chance. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Ich wollte gerade sagen, kein Foul. Dann will keiner mehr. Stark verteidigt. Shit. Wir feiern heute ein Jubiläum, Buschi. Nicht eins, sondern das des Trainers. Heute 50. Spiel auf der Trainer. Eine schöne Marke. Oh, Glückwunsch. Unser 50. Spiel. Aber es ist nicht zu übersehen, das kann man großer werden. Hat alle Voraussetzungen. Oh, jetzt haben sie die Chance. Oh. Den habe ich drin gesehen. Die Gefahr erstmal bereinigt. Fast der Treffer, fast der Ausgleich, aber nur Alu. Nicht zu überhören, viel Pech dabei. Aber ich bin sicher, die geht nicht auf. Der nächste Angriff kommt direkt hinterher. Man spürt sie nach oben. Oh, warum denn den? Ah, der sollte schon einen vorher auf meiner spielen. Auf den Linton. Und nicht wieder da hoch zu Stanisic. Schönes Pressing jetzt. Die Wolfsburger kriegen den Vorteil. Verdammt. Die Reingabe jetzt ins Zentrum. Wichtig, dass er da klärt. Oh, ey, warum denn den? Oh, ich wollte gerade sagen, nö. Das nächste Spiel steht an in der Bundesliga für Hannover 96. Dann geht es auswärts gegen den Hamburg SV. Und das werden wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Oh. Das ist die Chance. Boah, oh. Ich hab gar nicht damit gerechnet, dass der Torwart so weit rauskommt. Aber gut, wir kommen langsam zu Chancen. Wir müssen nur irgendwie auch anfangen, sie zu nutzen. Matthias Swanberg. Sie verteidigen erstmal den Ball. Da geht er natürlich. Boah, Zieler. Das hätte das zweite sein müssen für die. So lassen sie uns am Leben. Sehr gutes Technik, das war wichtig. So, und ab geht's, Stanisic.
Perisic. Boah, keine Chance. Kein Tempo. Der Angriff, der Ball läuft gut. Durchaus eine Szene, die für Gefahr sorgen könnte. Er schirmt den Ball ab. Jetzt die Kette laden. Janik, ja. Schön, Neumann. Der Ballverlust. Geh mal, Bayer. Geh doch durch, Bayer. Das kann nicht sein. Jetzt die Ecke. Da passt er auf. Ball geklärt. Nochmal bitte. Ich lasse die Köln schießen, weil ich einfach glaube, dass wir so die besseren Erfolge hatten bislang. Oh. Wie so ein kleiner Glitch vielleicht, wie so ein kleiner, ja, Glitch kann man da schon fast behaupten. Wenn man so die Kante erwischt, haben wir so für uns selber rausgefunden, so die Kante erwischt und dann so fast bis ins Rote geht und den reinbringt, dann gewinnen wir eigentlich immer das Kopfballduell. Nur die Ausbeute ist noch nicht so hoch. Oh, Entschuldigung. Mensch. Sie kommen, sie versuchen es noch. Legen sie hier natürlich knapp hin. Hat jetzt Anspielstation. Oh, nicht noch ein. Mann, ich kombiniere mich hier schon wieder tot, oder? Das ist denn gut, abseits. Was? Jetzt wird es die Auswechslung geben. Wer denn? Ich werde es nie erfahren. Wir wechseln mal, wir nehmen mal Nielsen runter, holen Schaub. Baku. Patrick Wimmer. Oh, ey. Jetzt wäre der Platz auf Außen da. Einfach ausgespielt. Jetzt der Ball bei Elite Baku. Klasse ausgetrickst. Der ruhige Spielaufbau. Maximilian Arnold. Wichtig, dass er da reingeht. So, wir müssen uns belohnen irgendwie. Lässt nichts anbrennen. Sie wechseln. Das macht er sehr gut. Oh. Zieler. Der hat Eier, du. Yes. Ja. Oh. Ich meine, komm, verdient ist es. Ist jetzt nicht so, ne? Die hatten die eine Chance, haben direkt die Tour draus gemacht, hatten dann die ein oder andere, aber wir hatten auch schon ein paar. Oh. Bayer ist ein Monster. Und dann eiskalt. Schön. Schön. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Jetzt dürfen wir nur nicht wieder zusammenbrechen und dann gleich wieder hinten einen kassieren. Patrick Wilmer. Passiert uns ja auch immer ganz gerne. Och nö. Jetzt die Kette Lahre mit dem Ball. Ist das die Führung? Nicht gegen Zieler.
plötzlich. Neumann wie ein Baum. Konnte ich nichts machen. Großes Kompliment an den Torhüter. Bisschen Angst gehabt wegen Elfer. Maximilian Arnold. Schön. Stark verteidigt. Wir gehen kurz ab ans Studio. Es gibt ein Tor in der Red Bull. Wir haben. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Oh! Schön, Riese. 1:0 in Führung. Und da ist der nächste Gegner des VfL Wolfsburg, Buschi. Ja, es geht gegen Leipzig im nächsten Bundesligaspiel. Und das wird wohl eine sehr ausgeglichene Partie. Ich weiß immer noch nicht, was ich wechseln soll. Reynoso. Leo de Feo. Gut, meiner. Die arbeiten wirklich Bombe mit nach hinten. Sollen wir mal reingucken? Ich weiß nicht. Ja, wir müssen Bayer runterholen. So gerne ich ihn noch spielen lassen würde. Der ist aber platt, der Gute. Die Sechser können eigentlich noch. Durinville ist auch platt. Sollen die sich ausruhen, ne? Ja, wir belassen das erstmal so. Klasse, geil. Unnachahmlich. Aber so kennen wir ihn. Ich nehme Bayer nicht gerne runter. Doch noch die späte Entscheidung bringen, aber dafür muss sie gut reinkommen. Machen Sie jetzt gut. Ja, der Schuss jetzt. Ganz stark abgeblockt. Zieler. Bisher ist hier noch nichts entschieden, Buschi. Also wenn Sie das Ding am Ende nicht gewinnen, liegt es zumindest nicht an den Fans. Sie geben alles. Oh. Und sie können klären. Da bin ich nicht mehr rangekommen. Wir schauen auf die Uhr. 5 Minuten sind es hier noch. Der aktuelle Spielstand lautet hier also 1:1. Und wir schauen mal, mit wem sie es als nächstes zu tun bekommen. Der kommende Gegner von Hannover 96 heißt Hamburger SV. Da müssen sie sich dann genauso reinhängen wie heute. Oh, ey. Guter Schuss jetzt. Ja, klasse, der Ball erst mal weg. Schupp. Und jetzt könnten Sie die Partie noch zu Ihrem Nutzen entscheiden. Und das Was? War's für heute. Wir haben den Schlusspfiff dieser Partie. Der pfeift hier mit einem Angriff noch ab. Gut, ich habe auch nicht auf Zeit geachtet, muss ich gestehen. Ich habe da jetzt nicht drauf geachtet, wie weit noch ist. Aber egal, 1-1 gegen Wolfsburg, da kann man nichts, nicht. Das ist okay. Ich denke, das ist okay. Ein 1-1 gegen Wolfsburg ist völlig okay. Denke ich jetzt einfach. Danke, dass Sie so kurz nach Abpfiff vor unsere Kamera gekommen sind. Sehr gerne. Ich wollte heute mindestens einen Punkt. Ich hatte einen Sieg erwartet. Ich bin besorgt über unsere Auftreten. Ich wollte heute mindestens einen Punkt. Was soll ich sagen? Besorgt über unsere Auftreten war ich nicht. Eine Niederlage und dann ein Unentschieden. Sie können sie immer noch nicht schlagen. Die Ermüdung ist schuld. Wir halten zusammen. Das Spiel gegen Rhein endet unentschieden. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Glückwunsch an beide Teams. Wir müssen härter arbeiten. Glückwunsch an beide Teams. So. Vielen Dank für diese Statements. Sehr gerne. Also, wir haben eine Nachricht. Wer meckert? Hallo Boss, ich wollte mich nur bedanken. Mein Gespräch mit Ihnen war natürlich auch ein Risiko, aber Sie haben mir zugehört. Dafür danke ich Ihnen. Bei uns läuft es in letzter Zeit besser und die Stimmung in der Mannschaft ist auch deutlich besser geworden. Es freut mich, dass wir darüber gesprochen haben. Jetzt ist wieder alles im Lot. Ich weiß nicht, ob es überhaupt ein Problem gab. Jetzt ist wieder alles im Lot. Es freut mich, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Gut. Bayer hat mal wieder getroffen. Bayer verhalf Hannover mit seinem Ausgleichstreffer zum Remis gegen Wolfsburg. Ja. Ich weiß nicht, in der Tabelle halten wir uns wacker, oder? Ja. Guck mal.
Wir haben 2 Punkte Vorsprung auf Leverkusen, sind punktgleich mit dem Tabellenzweiten, 3 Punkte hinterm Ersten, da ist noch alles top. Dann kann man auch gegen eine Mannschaft wie Wolfsburg auch mal unentschieden spielen, das ist einfach so, ne? Wie ich meine, niemand hätte erwartet, dass wir nach 7 Spieltagen auf dem 3. Platz hocken, oder? Ich habe da selbst nicht dran geglaubt. Aber okay, beschweren will ich mich ja auch nicht. Also ich finde schon, dass das okay ist. Dass das wirklich absolut okay ist, mehr als okay. So, jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen Pause. Unsere Spieler können sich ein wenig ausruhen. Das wird sich aber hier unten schon wieder ändern. Wenn wir dann gegen Hamburg gespielt haben, haben wir wieder ein bisschen. Aber hier wird es schon wieder etwas kritisch. Im Pokal gegen Paderborn. Da werden wir dann vielleicht ein bisschen... ein bisschen rotieren müssen. Damit wir gegen Leverkusen auch gut aufgestellt sind. Wahrscheinlich werden sie nach dem Dortmund-Spiel sowieso schon die meisten Platz sein. Aber gut, soweit sind wir noch nicht. Wir spielen jetzt als nächstes erstmal gegen unseren Mitaufsteiger aus Hamburg. Die sind überraschend gut auch, ne? 9. Guck mal, die stehen auch gut da. Ja, mal sehen. Hamburg gegen Hannover ist ja immer speziell. Okay, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst mir gerne was da. Passt auf euch auf. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns morgen um 12 direkt wieder. Ciao, ciao.